Firma Gebrüder Becker interessiert sich an Studienzweiflern, weil das häufig super kompetente Leute sind, denen ja nichts weiter fehlt als Perspektive und folglich Motivation. Und wenn es eines ist, was wir bieten, dann sind das Chancen und Perspektiven. Wir machen es möglich. Ja, herzlich willkommen. Ich bin Oliver Klavis, Studienberater an der Universität Kassel. Und du bist? Aaron Kaller. Ich bin Systemplaner, technischer Systemplaner im zweiten Lehrjahr bei der Firma Gebrüder Becker. Gebrüder Becker, wie ist der ganze Titel? Gebrüder Becker Energie- und Versorgungstechnik. Das heißt, wir sind ein Unternehmen für Sanitär-, Heizungs- und Klimaanlagen. Du warst nicht immer Auszubildender. Nein, ich war nicht immer Auszubildender. Ich habe nach dem Abi, das war 2021, habe ich mich an der Georg August in Göttingen für Jura beworben. Habe da 2 Semester gemacht. Festgestellt, dass ich mich da langfristig auf keinen Fall sehe. Ich brauche so das Mittelding zwischen Praxis und Theorie. Ja. Ich muss irgendwie analytisch arbeiten, also das, was du im Studium letzten Endes auch machst. Aber ich will einen praktischen Bezug dabei haben. Ja. Also ich will irgendwas greifen können. Das muss für mich greifbar sein und es muss weniger abstrakt sein. Ja. Jetzt bist du natürlich ein Studienabbrecher. Wie werden Studienabbrecher denn in dieser Firma gesehen? Warum haben sie sich eines Studienabbrechers erbarmt? Ja, die sind gefragt, ja. Zumal, weil ich sage, ich meine, das mag jetzt gewiss nicht auf alle Leute zutreffen, da müssen wir uns nichts vormachen, aber die meisten, würde ich sagen, sind durch und durch kompetente Leute, denen, wie ich vorhin schon angeführt habe, denen einfach ein bisschen Perspektive fehlt, ja. Die brauchen einfach häufig einen praktischen Bezug zu der Thematik. Ja. Ich würde sagen, also ich kann jetzt natürlich nur von mir auf andere schließen, ne, aber die haben da halt häufig, nehme ich an, einfach mehr Fragezeichen als Antworten im Kopf auf die Themen, mit denen sie sich befassen. Ja. Mhm. Und wenn dann halt viel, viel Leistung gefordert wird, man wird dann, ja, in manchen wird so ins kalte Wasser geworfen, ne? Und man muss da irgendwie schwimmen und wenn man da eigentlich gar nicht so richtig Lust drauf hat und so ein bisschen, ne, sich eigentlich selber noch orientieren muss und nicht so weiß, wo es richtig hingeht, dann fällt einem das natürlich schwer, ne? Und dann, wenn es nicht möglich ist, da den Fluss zu überqueren, ja, dann gehst du halt zurück ans Ufer und findest erstmal einen anderen Weg. Verstehe ich das denn richtig, dass jetzt so nach dem Studium, auch nach dem Praktikum, du dich deutlich sicherer fühlst in der Wahl deiner Ausbildung, dass du sagst, hier gehöre ich hin, weil ich kenne das andere und dass du da auch besser einsteigen konntest? Ja, auf jeden Fall. Also auch langfristig gesehen, wenn ich jetzt sage, man geht nochmal studieren, man macht Energie- und Versorgungstechnik oder man holt seinen Techniker nach, macht danach noch einen Betriebswirt bei der IHK, solche Geschichten. Ja, natürlich ist man da sicherer, ja. weil man das... Man kann die Sachverhalte besser in einen übergeordneten Kontext setzen, ja. Das heißt, nach der Ausbildung endet nicht das Leben, sondern es gibt sogar noch Entwicklungsmöglichkeiten. Also auch Aufstiegsqualifikationen sind dann möglich oder sogar ein Studium. Ich kann für einen Systemplaner, ja, kann ich dazu was sagen. Ja, man kann noch mal studieren gehen, man kann Ingenieur machen, Bachelor, Master, man kann Techniker machen. Wenn es einen an die Berufsschule verschlägt, das geht auch. Man kann Ausbilder werden. Also die Möglichkeiten sind da vielfältig und unsere Chefs sind da auch ganz offen für. Ja, also gefördert, fördern tun die gerne. Welche Einstiegsmöglichkeiten hat man denn in das Unternehmen Becker? Also wenn ich jetzt sage, oh, ich zweifle am Studium, ja. Wie wäre die Möglichkeit vom Studium möglichst cool dann quasi bei der Firma Becker zu landen? Sich bewerben, ein Praktikum machen oder die Ausbildung auch verfrüht anfangen. Also das erste Jahr kann man als Abiturient ja ohnehin überspringen und nach hinten raus mit guten Noten, die wahrscheinlich drin sein werden, kann man das letzte halbe Jahr mal eigentlich auch noch verkürzen, also die Prüfung vorziehen. Der Aufgabenbereich, der kann sehr vielfältig sein. Das kann recht umfangreich sein. Deshalb sage ich, es ist nicht verkehrt, wenn man Arbeit mag. Ja. Wenn man weiß, so prinzipiell sieht man sich da drin, ich bin kein Faulenzer, ich mag Arbeit, das erfüllt mich irgendwie. Das ist schon eine gute Grundvoraussetzung. Weil es gibt viel zu tun. Es ist, wie gesagt, vielfältig. Also gerade ist es technischer Systemplaner, also der Begriff technischer Zeichner, der fasst es eben nicht mehr. Systemplaner ist dann doch deutlich umfangreicher. Was machst du da so? Das heißt, wir haben Montagepläne, wir haben die Revision, das heißt die Dokumentation von dem, was gebaut wird. Wir haben das Thema Aufmaß, also Aufmaß gucken, was gebaut wurde, wie viel, in welchen Massen, Bestellungen, Massenauszüge,
Ja, das auf jeden Fall. Das ist halt bei vielen so ein Knackpunkt, wenn sie da sagen, okay, das Selbstvertrauen ist irgendwie nicht so gegeben. Ja, und ich habe ja so perspektivisch, ah, ich weiß nicht so richtig und jetzt will ich da eine Ausbildung an. Das ist natürlich ein Rückschritt, machen wir uns nichts vor. Ja. Also für viele, ich glaube, das will ich gar nicht, das will ich gar nicht kleinreden. Das ist erstmal ein Rückschritt zu sagen, ich mache jetzt eine Ausbildung, weil das ist so eine gewisse, es ist halt eine Ungewissheit, ne, und es ist hat ein bisschen weniger Prestige. Ne? Würde ich sagen, das ist schon meine persönliche Meinung dazu. Und ich glaube, das sehen die meisten anderen auch so. Und deshalb fällt es einem ja auch gerade schwer, ja, da den Schritt zu machen. Ja. Die spannende Frage ist, ist es ein Rückschritt oder ist es ein Anlauf nehmen? Ja, es ist ein Rückschritt. Ja, aber wenn ich jetzt bis da hinten rennen will und ich will möglichst schnell sein, ja, dann würde ich von da vorne starten, ne? Um erstmal Schwung aufzubauen. Also freilich ist das in erster Linie ein Rückschritt, aber den muss man erstmal machen. Und da sage ich, da ist dann halt Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gefragt und da muss man einfach drüber stehen. Du hast ja gesagt, du bist relativ selbstbewusst und für dich war das einfach. Und dann gibt es, glaube ich, andere Leute, genau, die dann mehr zweifeln. Ja. Wenn man dann vor der Mauer steht, dann. Aber ist ja klar, wenn ich vor der Mauer stehe, komme ich eigentlich erst weiter, wenn ich zurückgehe und dann nochmal ein bisschen Anlauf nehme. Bereust du das jetzt, nicht im Studium zu sein? Nein, auf keinen Fall. Nee, auf keinen Fall. Ich bin da, wo ich sein will. Und das ist ja eigentlich das, was einen zufrieden macht. Ja. Ne? Und Geld verdient tut man, glaube ich, auch. Ja, Geld verdient tut man auch. Ja, das ist ganz klar von Vorteil, ja. Ja. Ja, dann danke ich ganz herzlich für die Einblicke. Und vielleicht motiviert das einige auch darüber nachzudenken, möglichst früh zu zweifeln und zu überlegen, bin ich richtig im Studium, zur allgemeinen Studienberatung zu kommen oder dann auch zu schauen, wie gehe ich anders mit dem Studium um oder wie schaffe ich es dann halt über Praktika oder Jobs zu gucken, was kommt dann anderes. Ja. Super. Ja, herzlichen Dank dafür. Ja, gern. Das Besondere an der Firma Gebrüder Becker ist die Vielfältigkeit der Aufgaben und die Entwicklungsmöglichkeiten, sowohl fachlich wie persönlich.